Hallo, liebe Freunde. Wo ist der Stripclub, Chris? Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall 64 rotes Glas. Das ist schon ordentlich. Wir könnten auch noch ein bisschen gelbes Glas machen. Wieso haben wir denn 64 rotes Gras überhaupt? Rotes Glas, kein Gras, Alter. Ach so. Also, ich brauche nochmal Glas. Ich kann noch ein bisschen gelbes Glas machen. Ich weiß nicht warum, aber gelbes Glas ist bestimmt auch cool. Ja, machst du mit gelbem Schnee? Ja. Bestimmt, oh, oder? Das ist doch Minecraft. Es hätte auch, wir könnten auch rosanes Glas machen. Gelbes Glas. Ja, alles klar. So, wir brauchen natürlich. Wir machen, Alter, wir brauchen auch einen roten Teppich, Digga. Auf jeden. Das wird ein Edelstripclub, ne? Ja, ein richtiger Edelstripclub, Alter. Da kommen nur die Edelsten der Edelsten rein. Was machen wir dann? Wir machen da gar nichts. Rot und weiß. Wir machen da gar nichts. Wir kommen da gar nicht rein, Alter. Natürlich kommen wir da nicht rein. Wir werden wahrscheinlich von unseren eigenen Türsternen rausgeschmissen. Echt, ey. Was seid ihr für Penner? Haut ab. Du kommst hier nicht rein, ey. kenn ich schon so eine Geschichte. Da kenne ich schon so eine Geschichte. Du, ihr zwei gleich weitergehen, ey. Gleich weitergehen. Also wenn das hier nicht aufhört mit den... Was brauchen wir denn jetzt? Was machst du denn da überhaupt? Ich mach Glas, Alter. Ich mach buntes Glas. Jetzt mach ich gleich noch bunten Teppich. Roten Teppich. Leute, sag mal, das ist doch eine super Idee, oder? Einen schönen Table Dance Schuppen. Super geil. Ja, finde ich eine super Idee, das sollten wir machen. Ich habe ja auch rosanes Glas. Wir haben rosanes, rotes und gelbes Glas. Alter, das wird richtig sexy, Alter. Ja, aber wir können das ja nicht nur aus Glas bauen, das Ding. Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch gar nicht. Oh, was ist das denn hier? Das ist auch gar nicht die Idee dahinter. Das kommt hier wieder rein. Dann brauchen wir ja im Prinzip schon wieder hier sowas wie Nether-Ziegel, oder? Nether-Ziegel? Warum? Achso, weil es so dunkel ist, meinst du? Ja, so die Außenfassade. Ich würde ja die Außenfassade schon wieder aus Nether-Ziegeln machen. Ja, können wir ja machen. Wir haben ja genug. Okay, pass auf, ich mach mal hier, wo ist denn Nether hier überhaupt? Das ist doch da, Nether. Ich pack mal so ein paar Nether-Ziegel hier ein. Oder Teppich, was ist denn das? Warum kann ich denn keinen, was? Warum habe ich denn keinen roten Teppich? Rote Wolle. Achso, muss man erstmal rote Wolle machen. So. Brauchst du noch länger oder was machst du da? Nee, jetzt? Ich mach jetzt rote. Ich mach gerade rote Wolle für Teppich. Wo hast du eigentlich rote Farbe her? Ja, das ist aus roten Blumen. Ach ja, stimmt. Das ist stimmt. Relativ easy. Aber wo man rote Blumen herkriegt, weiß ich nicht. Die wachsen ja hier überall rum. Aber kann man die nicht auch selber irgendwie pflanzen? Ja, kannst du machen, kannst auch sein lassen. Hast du jetzt schon Netherziegel am Start? Ja, ich habe die Tasche voll Netherziegel. Warte, dann nehme ich auch noch ein paar mit. Was ist denn der Scheiß? Wollen wir noch ein paar brennen? Hier sind gar keine mehr drin, du Witzbold. Ja, ich hab's ja alle. Ja, ich brenne noch mal welche, ne? Ja, aber da sind aber auch Dings drin, ne? Was? Noch ja, genug. Ziegel, ja. Ich will gerade schon. Genau. Haben wir noch Kohle? Anscheinend nicht. Habe ich keine Kohle mehr. Ey. Ohne Kohle ist natürlich nichts mit Brennen, ne? Geht das schon wieder ohne los? Ohne Moos nichts los, ne? Geht das schon wieder los? Ey, echt, haben wir noch Kohle? Geh mal gucken, bitte. Haben wir noch irgendwo Kohle? Bist du hier unten? Ja, haben wir. Befüll mal hier die ganzen Dingens, bitte. Ja, jetzt reiß dich doch auch mal ein bisschen zusammen. Ich schnauze. So. Ja, ey, ich finde natürlich diese ganzen anderen Materialien echt richtig cool eigentlich, ne? Ach so meinst du, ja, die, ja.
Aber, lieber Chris. Das mache ich in irgendeiner Folge. Da laufe ich mal irgendwo hin, mal gucken, ob sich da nochmal was ändert, wenn man echt ein bisschen weiterläuft und sich die. Ich meine, das ist natürlich voll der Stiefel, ne? Muss halt echt an den Arsch der Welt laufen, nur um irgendwie andere Materialien zu bekommen. Ob es denn überhaupt auch so ist, ist die Frage, ne? Das kommt ja gut, auch noch dazu. Das kann man ja dann rausfinden, ne? So. Wäre ja auch herben. Muss ja dann auch wieder zurückfinden, wenn man die Materialien hat. Das ist ja auch immer gut. So eine Sache. Wenn man den Weg ja erstmal irgendwie halbwegs weiß, dann geht das ja auch. Hast du ein paar Fackeln? Ja, noch? Hallo? Ja, ich bin noch da. Wo bist du denn? Bist du oben schon? Hast du recht, wir brauchen noch Fackeln. Ja, und wir können dann ja aus Redstone eher wieder so Licht machen oder so von innen dann halt, ne? Ja, wir brauchen aber dann erstmal Fackeln fürs Arbeitslicht. Ja, also 9 Stück habe ich. Na, ich habe 4. Warte mal, ich mache hier nochmal welche, das macht ja so gar keinen Sinn. Und lass mal pennen gehen auf jeden Fall, weil draußen ist ja jetzt eh gerade dunkel. Ja, warte mal, ich mache jetzt erstmal noch hier Fackeln. Fackel, 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 Fackel. Dieses Bett ist belegt, so. Was soll das heißen? Was? Bei mir steht gerade, dieses Bett ist belegt. Ja, so. Da ist noch jemand drin. Hier ist gar keiner drin. Was ist das für ein Scheiß? Ah. Das siehst du nur nicht. Geh aus meinem Bett raus, Alter! Geht nicht, ich kann nicht in mein Bett gehen. Komm jetzt her hier. Nee, da gehe ich nicht hin. Komm jetzt her. Warum geht das denn bei mir dann auch nicht? Was soll das denn? Ja, dieses Bett ist belegt. Wie geil ist das denn eigentlich? Komm. Hast du hier auch einen Penner eingeladen oder was? Ja, nur Penn. So wie der Typ auf der Couch oder was? Ja, Mann. Oder hier, das ist der Ding. Du kannst nur nachts schlafen. Du bist schon wieder hier draußen. Ja, alles klar. Draußen geht die Sonne auf. Ja, alles klar. Ich weiß auch nicht, was der Penner da auf meinem Sofa soll. Ey. Was macht mir Spaß dieses hier? Dieses Bett ist belegt, Alter. Haut ab, ihr Penner. So, raus, komm. Raus aus meinem Pool, ihr Spasten. Ja. Da kommen auch nur geladene Gäste rein. Ja, das müssen wir mal ändern, dass hier nicht jeder Spasti einfach in unseren Pool kann. Ja, wir brauchen so Türsteher auch. Auch für unseren Pool brauchen wir schon wieder Türsteher. Also, liebe Leute, ne? Wir brauchen nur Leute, die bei uns mitspielen, die nur rumstehen. Dass keiner in unseren Pool kommt. Wir müssen auch, dass hier nicht solche Spastis reinkommen. Ja, ist ja auch so. Ja, aber was ist denn jetzt hier weiter mit der Größe von unserem Haus hier, ne? Wie groß ist das denn hier? Das reicht doch noch lange nicht aus, oder was? Ey, wenn das ein Edelstripclub sein soll, dann müssen wir hier mal, richtig aufräumen. Ich habe keine Schaufel, hast du eine Schaufel mit? Richtig Platz zu haben. Hast du eine Schaufel mit? Ja. Ja, toll. Angeber. Ja. Ich bin auf solche Sachen immer gut vorbereitet. Kannst du dir gleich mal merken. Na, ich gehe mir mal eine Schaufel holen, das ist mir nicht so dumm. Ja, geht der hierher ohne Schaufel? Ja, ich dachte, wir wollen bauen und nicht wegbauen. Was für ein Quatsch. Ich spiele übrigens momentan bei Gelegenheit auf dem PC, wenn ich denn mal so Zeit habe, auch Minecraft. Und zwar eine geile Mod, Attack of the B-Team. Leute, wenn euch das was sagt, wenn euch das nicht sagt, dann ladet euch die mal runter. Das ist echt lustig. Ich habe noch nicht mal einen PC. Ja. Dann halt auf dem Mac. Nee, ich habe auch noch einen PC. Ich habe, glaube ich, noch echt. Ich habe ja noch einen PC. Meinst du, soll ich jetzt mal Minecraft installieren oder was? Ja, also die Mod. Ich auch gleich wieder Counter-Strike. Oh, ist nicht schlecht. So, nix gegen Counter-Strike, du. Hat mich jahrelang begleitet. Oh, noch? Ja, mich auch. Und deswegen fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich gegen Counter-Strike sagen kann. Ja, ach komm. Gibt Schlimmeres, ne? Irgendwas ist ja immer, ne? Eben. Wie weit bauen wir das denn jetzt hier ab eigentlich? Keine Ahnung. Hier, wo bist denn du? Ich hole gerade Schaufeln, Alter. Kannst du mal Eisenspitzhacken mitbringen hier? Ja. Nur, dass wir gleich wieder kein Eisen haben, aber...
Ja, alles klar. Und dann geht die Gefahr, das Gefarme geht dann auch schon wieder los. Alles klar, schon kein Bock mehr. Oh, so ist es halt. Chris, hast du ein neues PlayStation-Spiel, was du unseren Zuschauern präsentieren kannst? Nee, aber ich war doch gerade, hab doch gerade von meinem Minecraft-Spiel auf dem PC erzählt. Attack of the B-Team. Ja, Leute, das ist echt, das ist eine Technik-Mod. Beziehungsweise, vielleicht kennt ihr einige, also Minecrafter werden das natürlich kennen, den Technik-Launcher. Und im Technik-Launcher kann man, also, Necro, soll ich dir das jetzt auch noch erklären eigentlich? Oder ist dir das scheißegal? Was? Entschuldigung, ich bin gerade eingeschlafen. Nee, groß eingepennt. Okay, für den ist es egal. Also Leute, den Technik-Launcher. Und dann einfach die Mod Attack of the B-Team runterladen. Super cool. Da kann man nämlich, wenn man irgendein Vieh zum Beispiel killt, ne? Keine Ahnung, beispielsweise du killst ein Schwein. Dann bist du dann das Schwein. Du läufst dann quasi als Schwein durch die Welt. Das ist eigentlich echt lustig. Oder du kannst dann halt quasi eine Fledermaus killen. Und dann kannst du halt durch die Gegend fliegen. Eigentlich ziemlich geil. Und da gibt es halt Millionen Sachen. Du kannst da irgendwie einen Kernreaktor bauen und dann bist du ein Kernreaktor. Nein, natürlich nicht. Den baust du halt als Boss halt für Energie und sowas. Das ist echt ziemlich cool. Ein Mega-Gag. Also ich find's richtig cool. Macht echt Spaß. Könnt ihr euch mal bei Gelegenheit. Ist ja auch kostenlos. Ja, kannst du mal bei Gelegenheit mal ein Let's Show hochladen von deiner kleinen Welt. Nee, das geht ja gar nicht. Wie soll denn das gehen? Dafür müsste ich mir eine Egato-Karte oder irgendwas holen. Nee, brauchst du nicht, aber du musst mir mal mit einer Eisenspitzhacke gehen erstmal. Das ist immer das Erste. Ich muss gar nichts. Kriegst mal eine kaputte. Das bist du schon wieder so garstig eigentlich. Garstige kleine Hobbits. Ja. Garstige kleine Ritschkritzes. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Wie groß sollen das werden, Alter? Keine Ahnung, Mann, ich baue hier einfach irgendwas ab. Ist doch eigentlich auch schon mal ganz geil. Wie groß soll das denn werden, Alter? Das wird ja riesig. So viel Netherziegel haben wir gar nicht. Guck mal, wenn wir jetzt hier. Wo genau? Wir können das ja auch ein bisschen im Berg reinbauen. Das finde ich übrigens schon mal geil. Ja, finde ich auch. Wir bauen nicht zu viel da oben ab. Ja, doch, hier so ein bisschen müssen wir. Das sieht doch scheiße aus. Weil aber, ich würde das gerne hier so ein Stück dann hier reinbauen, weißt aber du? Aber lass mal 4 hoch machen, das ist ja nur 3 hoch jetzt. Also ein höher. Ja, okay, machen wir 4 hoch. Machen wir 4 hoch? Ja klar, wegen der Decke alleine auch ja, schon. Ja klar, die Stripstange muss ja auch größer sein. Also höher, damit die auch länger runterrutschen können. Genau. Ja. Okay, nix, ne? Moment, Entschuldigung. Was? Bist du besoffen? Ja, ich musste gerade niesen, Entschuldigung. So. Und besoffen bin ich aber auch bestimmt. Wie immer. Ja, aber so. Das hier muss doch auch. Dann machen wir jetzt hier, machen wir auch noch einen weiter. Ja, es muss auf jeden Fall irgendwie eine coole Form haben. Ja, deswegen sage ich, also ich will auf jeden Fall, dass es so ein bisschen in den Berg reingeht. Also draußen geil und dann in den Berg halt rein. Ja, und da drin, da können wir dann so richtig geile so Schmuddelräume machen. Das ist auch so ein Schmuddelraum. Okay, aber das reicht doch jetzt. Gibt's keine Schmuddelräume, das wird ein Edelding, da gibt's keine Schmuddelräume. Nein, das ist nur fürs Nebengeschäft, Alter. Kennst du das doch, ich bin immer auf Kohle machen. So. Kohle, Kohle, Kohle. Eben. So, pass auf, das ist doch schon mal ganz cool hier so. Was ist denn das da? Wir hätten hier nicht aufgepasst, ja, Alter. Cool. War ich irgendwie besoffen? 4 hoch, haben wir noch gesagt. Nico hat einfach schon wieder aufgehört mittendrin. Ja, ich wieder, oder was? Du hast doch da vorhin dann gebastelt. Ja. So, Leute. Also ich sage jetzt Folgendes. Die Folge ist nämlich fast zu Ende. Ach, schon wieder. Es könnte auch sein, wenn der Chris lieber wieder ein bisschen netter zu mir ist, dass es die letzte Folge war. Ja, pff. Wenn du meinst. Hallo? Tschüss, liebe Leute. Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben noch so ganze 10 Sekunden. Oder? Okay. Liebe Leute, ne? Ja, das reicht doch von der Größe Nacht. Hier, oder was? Ja, das reicht. Bis morgen, Leute. Tschüss. Bis morgen. Ja, das sieht schon ganz gut aus.